Was bisher geschah? Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Und so geht's weiter. Hinter der Treppe ist ein Schalter. Aha. Aha. Tada. Das ist so geil. Das finde ich gerade total witzig. Ist hier irgendeine Falle? Nein. Cool. Secrets. Ohne Ende. Lauter Secrets. Das mit den Obelisken kriege ich auch noch raus. Ja, meine Güte. Wieso sind die Schlösser auf einmal so schwer? Ich habe so viel Fingerspitzengefühl nicht. Komm schon. Komm schon. Los. Da. Oh, Essen. Das ist gut. Ich habe so viel Essen verbraucht vorhin. Noch eine Schmugglerkarte. Eels End. Eels End, nicht Ed. Baron's Way. Das war der kurze Weg, ne? Ach du Scheiße, Seil? Sirens Nest. Warte, warte. Das ist ganz unten. Das ist, Sirens Nest ist da, wo diese Kneipe ist. Wo auch der komische Typ mit dem seltsamen Akzent ist und wo wir den Schädel finden sollten für. Das heißt, ich muss sowieso in dieses Stadtgebiet gleich, wa? Dann könnte ich mich ja da nochmal umsehen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ih, wie cool ich das finde. Schatzsuche macht Spaß. Vor allem, wenn ich ralle, wie die Karten funktionieren. Holy shit. Ich muss danach... Ich muss die Straße lang und dann irgendwie rechts runter. Ich bin gerade so happy, dass ich das gereiht habe. Ich danke nochmal für den Tipp. Es war nicht meine eigene Erkenntnis. Mir hat jemand gesagt, ich soll hinter diesen, hinter dem Bett mal gucken. Und ich danke nochmal dafür. Danke, danke. Vielen Dank. Geht's hier auch lang? Ich bin verwirrt. Wo geht's hier? Waren hier schon immer so viele Schächte? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Hab ich die vorher einfach konsequent ignoriert? Hier war ich noch nicht drin, oder? War ich das schon? Ich weiß es nicht. Lass mich durch. Nö, hier war ich noch nicht drin. Können wir das Licht ausmachen? So grell. Ich habe eine Netzhautentzündung. Da tut das weh. Ja, gib mir all deinen wertvollen... Warum liegen hier eigentlich goldene Füller drin? In so einer abgestandenen Sache hier. Ich muss immer nach versteckten Scheitern und so suchen. Mir ja doch ganz schön schnell verarscht. Lass mich raten, da steht gleich wieder eine Wache vor, wenn ich das fertig geknackt habe. Dü-dü-dü-düm. No. Keine Wache. Norden. Und wir müssen nach Süden. Ach, so. Sorry. Komme ich hier nicht irgendwie anders hoch? Wieso, dass ich da... Ah, komm hoch. Das ist schön. Da kann man lang. War ich da schon drin? Ja, war ich schon. Ich erinnere mich, dass ich beim Türaufmachen verkackt habe. Dann spring nochmal. Hibi. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Hier explodiert immer so random irgendwas. Das jagt mir jetzt mal irgendwie ganz schöne Angst ein. Mami. Ich glaube, ich muss hier runter. Hier ist der andere Obelisk. Ich hasse diesen Obelisken. Ich brauche mehr von diesen Zetteln. Ich brauche die unbedingt. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Irgendwie muss ich hier hochkommen. Gibt es hier irgendwo einen Seilfall, den ich verwende? Ah. Nee, komm, da. Erst gekauft und schon wieder knapp bei der Hälfte. Hm.
Muss doch. Ah, guck mal, hier kann ich hoch. Ah! Ich wusste gar nicht, was man hier rauf kann. Völlig neue Welten eröffnen sich hier gerade. War ich da überhaupt schon oben drin? Das ist ja krass. Ich würde gern kurz mal. Ganz kurz. Dankeschön. Schon weg. Guck mal, was hier alles rumliegt. Ich war hier oben noch gar nicht. Hat hier nicht gerade irgendwas geblitzt, Dingst? Da. Das ist irgendwas, was ich... Alter, hier liegen so viele Sachen rum. Und das ist das Gebiet, wo ich schon von Anfang an hätte sein können und alles erforschen können. Nienchen, du guckst echt nicht gut zu. Was habe ich jetzt geöffnet? Die Tür? Ein Fenster? Was habe ich getan? Aber wir haben gesehen, in welches Loch sich der Kerl verkrochen hat. Wir haben das weiße Kreuz auf die Tür gemalt, oder? Die Wache ist damit beschäftigt, überall Steckbriefe aufzuhängen. Was hat dieser Dieb getan? Ein Stehkragen sagt, er entführt Kinder und verkauft sie an die Banden in Riverside. Die Stadt ist schlimm genug ohne Schwermut. Hoffentlich kriegen sie ihn. Hallo? Sowas habe ich gar nicht gemacht. Glaub doch nicht einfach irgendwas, was dir erzählt wird. Muss ich darüber? Was habe ich hier bitte jetzt... Es heißt, sie machen aus Menschen Kerzenwachs. Das ist lächerlich. Woraus sollen sie es denn sonst machen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, woraus besteht Kerzenwachs? Doch bestimmt nicht. Doch, aus dem Teig von Ohren. Ich bin mir sicher. Dafür vielleicht die Fabrik. So viele Kerzen wie hier leuchten, könnte ich mir das gut vorstellen. Reichen so ein paar Bienchen nicht? Jeden Abend dasselbe. Er kommt betrunken heim, nimmt mit, was ihm in die Finger kommt und versetzt es, um seine Spielschulden zu bezahlen. Oh, Libby. Libby, wo ist Mutters Ehering? Er wollte ihn letzte Nacht nehmen, als ich schlief. Ich hatte Angst und hab nur so getan. Ich habe ihn versteckt. Er dachte, er wäre als er umkippte, hab ich ihn auf dem Balkon in einem Riss am Kamin versteckt. Hoffentlich fällt ihm nicht ein, dass ich ihn hatte. Oh, Libby. Das war lustig. Schön. Hätte ein paar neue Zeitungssachen? Ihr steht wieder still? Nein? Okay. Wieso sind hier lauter tote Vögel? Jesus. Was ist hier los? Okay. Wir können uns ja gleich mal den Ring rein. Dann haben die alle keine Probleme mehr. Wieso kann ich hier runter gucken, aber ich kann da nicht runter? Na gut. Schade. Hätte ja sein können. Wir haben gesehen, in welches Loch sich der Kerl verkrochen hat. Wieso reden die eigentlich immer dasselbe? Hat es wirklich nur für 10 Dialoge gereicht oder so? So. Irgendwas war hier mit einem Riss im... Ach, da. Nee, das war ja bestimmt nicht. Ach, das war 14 Gold. Jesus, okay, das ist gleich ein weniger schlechtes Gewissen. So wertvoll kann der nicht gewesen sein. Vielleicht sentimentaler Wert. Das mag sein. Wie komme ich da runter, ohne zu sterben? Bitte. Ja, das war gut. Hier liegt so viel rum, oh mein Gott. Warum Garrett noch nicht reich ist, weiß ich auch nicht. Da ist aber nichts zum Reinklettern. Okay, nein. Kann ich hier nochmal hoch, weil ich da auch noch was Blinke-Blinke hab machen sehen. Na da. Aber das sind nicht zum Einsammeln. Oder? Das ist ein Glas, was ich wieder werfen kann? Das sieht mir fast danach aus. Hier war ich ja schon überall. Warum sind da zwei Seilpfeile? Wo geht's denn da lang? Da war ich doch ganz bestimmt noch nicht. Oh nein. Ich bin ein Idiot. Yes. Yes, I am indeed an idiot. So, was darf ich jetzt alles nochmal machen? Ach so, ach, das war nicht so viel. Okay. Gut, dass er automatisch speichert. Jetzt darf ich da nur nochmal runter. Das kann ich, glaube ich, auch von der Seite machen. Ich bin ein Idiot. 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 Ich will, dass du da runterspringst. So war das ja wohl nicht. Vielleicht 3 Stockwerke, um Himmels Willen. Es haben Babys schon größere Stürze überlebt. Ups. Kaffeebohnen kauen, Igitt.
Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Oh, bitte nicht. Du kannst sie doch mit Wasser ein bisschen heiß aufkochen. Vielleicht hat das denn, vielleicht ist es dann Wasser mit Kaffeegeschmack oder so. Darf ich hier jetzt runter? Das war nett. So, bevor mich hier noch jemand anquatschen kann, geh da hoch, verdammt. Oder auch nicht. Geh hier hoch. Geh da hoch, um Himmels Willen, Garrett. Redest du auch mit mir? Alle Lichter in unserem Gebäude sind aus. Sie haben mit Hämmern draufgeschlagen. Wer macht denn sowas? Ihr Schwarzkittel, wer sonst? Sie glauben, wir gewähren diesen Götzen Unterschlupf. Okay, Götzen sind die von dem Orion. Und die Götzen, Quatsch, die Schwarzkittel sind die Wächter. Nicht die Wächter, sondern die Wärter. Nicht die Wärter. Ich meine die Viecher, die hier durch die Stadt patrouillieren. Wie heißen die denn nochmal? Jesus. Warum kann ich mir nichts merken? So, da geht's wieder runter, nehme ich an. Hier war ich doch bestimmt noch nicht drin. Kam ich ja noch gar nicht rein. Die Seife hier ja nicht benutzt. Bevor ich das nächste Kapitel anfange, muss ich ja unbedingt nochmal einkaufen gehen. Ui. Oh, Gänse. Frische Gänse. Soll ich die einfach mal draußen verteilen? Bestimmt Leute, die das jetzt gerne essen würden. Oh. Gib her. Ich glaube, das sind wieder diese Gemälde, ne? Aber ohne Tittis diesmal. Ein schönes Stück. Schön. Gut. Freut mich, dass ich das jetzt so herausgefunden habe. Durch Zufall vielmehr. In dem Spiel kann man schon viel entdecken. Also mal abgesehen von den Missionen, die eigentlich recht viel Spaß machen. Und ich mag die Story auch bis jetzt. Finde ich auch die Stadt echt gut gelungen. Die hat einen echt netten, düsteren Anschein. Ach, hier bin ich mal unten lang gegangen und habe mich gewundert, wie ich hier hochkommen soll. Ich erinnere mich dunkel. Da liegt nämlich auch was. Das kann ich jetzt mal holen. Nicht runterfallen. Yay. Hat sich dieses Mysterium auch geklärt. Und hier ist schon wieder so ein Schalter. Das war doch vorher. War das vorher alles schon da? Bin ich so blind und ignorant durch die Weltgeschichte gelaufen? Oh. Und wo gehst du hin? Aha. Aha. Yes, yes. Okay, wir gehen da durch. Das ist ja sehr interessant. Aber jetzt mal im Ernst, war das alles schon... Ich bin doch durch diese Sackgasse gelaufen. Ich habe bestimmt auch mehrmals Fokus benutzt. Und habe es dann da nicht gesehen? Wird das nach und nach hinzugefügt? Das finde ich ja nicht so geil. Weil, woher sollst du wissen, wo jetzt was neu ist und wo was nicht? Ups. Da ist ein Schalter. Ich mach mal das Licht aus. Ich habe jetzt nichts von der Falle gesehen. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich wieder. La la la. Komm, gib mir. Komm zu Mutti. Oh, bitte, bitte mehr als 10. Hallo? 50. Ja, das ist in Ordnung. Das hat sich doch gelohnt. Okay. Wenn wir reden, vernichten sie uns. Sie haben Jacob die Zähne ausgeschlagen, aber er brüllte weiter, verlor nie die Überzeugung. Dieses Feuer in seinen Augen, als er den Schwarzkitteln sein eigenes Blut entgegengespuckt hat. Ja. Tu es ihm doch nach, wenn du ihn so dafür bewunderst. Da kann ich hoch. Okay. Ich hätte gerne meine Map wieder. Ich bin auch auf dem richtigen Weg. Gut. Ja. Diese verdammte Stadt. Huch. Laufen gerade weg. Die stehen immer noch. Jetzt laufen sie weg. Okay. Bye bye. Wo muss ich denn... Ist das hier richtig? Ich hoffe. Hier bin ich noch nie lang gelaufen, glaube ich, oder? Oder? Es gibt ja mal mehrere Wege hier in andere Stadtgebiete. Meistens über irgendwelche Räume. Ich glaube, dem Weg hier bin ich noch nicht lang gelangt. Nose. Ah. Ach du Scheiße. Hm. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Da kann ich hoch. Was mache ich denn da? Kümmere dich gar nicht um mich. Ich kletter hier nur hoch.
Ah, Schirmer. Ach, das habe ich von der anderen Seite, glaube ich, auch mal gesehen und wollte dann hier langlaufen irgendwann mal. Um mir das Zeug zu holen, was hier blim-blim gemacht hat. Was ist das? Und warum leuchtet das so? Oh, da ist einer aufgehängt worden. Ach, das ist das, wo ich hin muss. Erklärt mir kurz nochmal einer, wie ich da hinkommen soll. Komme ich hier irgendwie durch? Nein. Ja, da kann ich auch schlecht vorbeilaufen. Wie konnte ich nur Soldat werden? Darunter habe ich mein Kreuz nicht gesetzt. Als Militärpersonal in Zeiten, die der Baron und seine Verwaltung für kriegsähnlich erachten. Na? Hast du unterschrieben? Jetzt würdest du sicher gerne lesen können. Könntest du bitte weggehen, danke. Ich verhungere. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll, ohne dass der Typ hier mich sieht. Weißt du was, wir probieren es einfach. Nein, nein, nein. Nein, schraub's auf. Garrett, schraub schneller. Aua, schraub schneller. Au, au, au. Actionmusik. Hallo, gut, dass du hier bist. Genau. Sehr gerne. Ich muss eh Ressourcen kaufen. Mehr Seilpfeile bitte für alle. Ihr wisst, wo ihr ja mich findet. Ich bin ruhig ein Musikspieler. Hallo? Kann ich da gar nicht wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Dann war das hier insgesamt nicht so eine pralle Idee, wie ich sie mir eigentlich am Anfang vorgestellt hatte. Und wir wissen jetzt, ich kann da nicht einfach vorbeihuschen. Die Stadt erstickt. Die anderen Adelshäuser sollten handeln. Und wie? Na, edel. Denn Adel kommt von Edel. Bei allen toten Göttern, aber nur in deinen höfischen Romanen. Das Leben sieht anders aus. Adel kommt von Edel. Mhm. Wir wissen, dass jeder Adlige sich auch immer edel benommen hat, nicht wahr? Oh. Bleibt der da? Oder kommt der in die Ecke? Ich glaube, der kommt hier ins Eck. Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem. Ich glaube, ich habe ein gewaltiges Problem. Ja. Definitiv. Bleibt der jetzt da? Ich friere. Bye, bye. Dreh dich nicht um. Genau. Geh zu deiner Mami. Ich weiß doch, dass du Angst hast. Wie komme ich da oben ran? Muss ich den runterschießen? Ich muss den runterschießen. Was kommt als nächstes? Es tut mich leid, sorry. Die Leiche fällt runter und keiner schert sich drum. Das Wetter schlägt um. Ah, er schert sich drum. Nein, er schert sich um den Wagen. Oh, das ist meine Chance, Oxhard Perry. Riversides berüchtigter Pfandleiher. Verdammt, Dokument. Frachtbrief. Mechanischer Kehlkopf, Oxhard Perry. Ach so. Ich schätze mal, ich muss hier weiter, ja. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden Wir müssen verkauft. Ja eh hier runter, das passt also sehr schön. Denn ich wollte ja noch diese Schmuggler-Sache ausräumen. Falls wir die nicht schon aus Versehen mal gefunden haben. Weil wir haben ja schon mehrere Schmuggler-Verstecke, wie ich finde, per Zufall entdeckt. Hallo? Unheilvolle Musik? So, und wir müssen auch ganz runter. Das passt wunderbar, denn hierfür müssen wir auch irgendwie in die Richtung. Können wir nochmal kurz gucken. Stone Market war das, war? Woodlass Row? Nein. Nose. Dann war das vielleicht doch nicht Stone Market. Südviertel. Eel's End. Genau, das ist das. Was auch immer dieses weiße Ding hier bedeuten soll. Wahrscheinlich die Wege. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Das ist direkt nördlich davon. Karte. Hier haben wir Eel's End. Wenn ich das jetzt richtig deute. Doch, das ist Eel's End. Das ist Eel's End. Denn ist das das Fragezeichengebäude und hier müssten wir irgendwo hin. Ach, Siren's Nest, nicht Eel's End. Jesus. Ja, Fragezeichengebäude und irgendwo da muss man hin. Okay, ich werde es schon finden. Ich muss mich jetzt theoretisch ja nur irgendwie
rechts halten. Es ist so verwirrend. Ich habe hier noch nie eine Wache gesehen. Deswegen stolziere ich hier mal ganz stolz entlang. Da war ich schon oben. Aha, ach ja, apropos Wache. Marlene. Ich finde schön, dass das in Holztafeln eingeritzt ist, wie die Straßen hier heißen.